Liebe Marburgerinnen und Marburger, die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit im Jahr. Sie gibt uns die Gelegenheit, innezuhalten, mit der Familie zusammenzukommen, zurückzublicken auf das Jahr, ein bisschen dankbar zu sein und an die zu denken, die uns wichtig sind. Danken möchte ich all denjenigen, die an den Feiertagen nicht zu Hause sein können, sondern für unser aller Wohl arbeiten. Viele Menschen haben das ganze Jahr über geholfen, Marburg so lebenswert zu machen, Marburg zum sozialen Herzen Deutschlands zu machen. Nur mit all ihrer Hilfe konnten wir so viel für Marburg bewegen. Die Weihnachtszeit ist eine friedliche Zeit, friedlich für uns alle. Das ist nicht überall so. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen in ihrer Heimat Sicherheit und Geborgenheit finden und im guten Miteinander leben. Lassen Sie uns weiter zeigen, dass alle Menschen sich in Marburg wohlfühlen können und willkommen sind. Marburger ist, wer Marburger sein will. Während die meisten von uns die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können, so gibt es doch auch eine ganze Reihe von Menschen, die allein sind, vor allem ältere Mitbürger und Mitbürger. Lassen Sie uns heute alle mal einen Moment überlegen, wer allein sein könnte, wen wir lange nicht mehr gesehen haben. Vielleicht rufen Sie an. Fragen einfach mal, wie es demjenigen oder derjenigen geht. Ich sage Ihnen, die Menschen freuen sich sehr darüber. Wir als Stadt wollen im neuen Jahr noch mehr daran arbeiten, die Menschen zu suchen und zu finden, die einsam sind. Denn niemand soll uns verloren gehen. Deshalb sind wir gerade mit der Bürgerinnen- und Bürgerumfrage einen neuen Weg gegangen. Was denken Sie? Die Resonanz auf die Umfrage war sehr gut und ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse, die wir Anfang des nächsten Jahres vorstellen werden. Beteiligen Sie sich bitte weiter an der Gestaltung unserer Stadt. Das wünsche ich mir von Ihnen für das neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die kommenden Tage zusammen mit Ihren Liebsten verbringen können. Dass Sie Zeit haben, sich zu entspannen und Kraft zu tanken für das neue Jahr. Auch im Namen meiner Magistratskolleginnen und Magistratskollegen wünsche ich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches Jahr 2018.